Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Leck mich fett, was so ein Ausdruck auf Saarländisch ist, was auf Hochdeutsch, gute Frage, was bedeutet. Also man sagt im Saarländischen so Oleck, wenn man etwas nicht gewuscht hat. Und das ist der Hintergrund von diesem Format. Wir wollen jetzt bei verschiedenen Handwerker fahren, verschiedene Bauernhöfe und uns verschiedene Sachen angucken und mal Fragen stellen, die sonst keiner stellt. In so Berichten, die man so im Fernsehen sieht. Es ist halt nie das, was mich oder andere Leute, die das gucken, wirklich interessiert. Und deshalb starten wir heute bei unseren eigenen Hühnern. Die habt ihr ja vor einem halben Jahr schon mal gesehen, wie sie Küken waren. Die sind umgezogen in der Zwischenzeit. Und da fahren wir jetzt hin und da zeigen wir euch mal in unserer Pilotfolge die Hühner. Und erzählen ein bisschen was drüber. Und dann haben wir geplant, dass wir demnächst mal noch bei einem Bäcker gehen und bei einem Metzger und bei einem traditionellen Schuster, und da gucken wir uns mal solche Sachen an, wie so Sachen hergestellt werden, und ich hoffe, euch gefällt's. Dann sehen wir uns gleich wieder. Tschüss! Ich sag, die springen mich hier gleich alle an, ey. Ja, das ist der Stall. Geräumig. Zwei Sitzstangen passen alle drauf. Da ist das Kackbrett. Das lässt sich relativ einfach säubern. Das ist auch noch eine Aufgabe heute. Wie ihr seht, da zieht man hier die Geschichte nach vorne und dann kann man das easy sauber machen. So, jetzt müssen wir hier mal die Klappe zumachen. Hier haben sie zwei Fenster. Einmal Südseite, einmal Westseite, dass hier den ganzen Tag Licht ist. Und da sind die Legenester. Da haben sie gerade den Stroh rausgeschmissen und da liegen Gipseier drin. Damit hat man gezeigt, wo sie Eier legen sollen. Das ist hier eine Schublade, die hakt ein bisschen. Und da kann man dann die Eier, die da durch das Schlupfloch fallen, ganz easy rausholen. Ja. Da hinten ist die Klappe für die Meute. Und hier haben wir so einen kleinen Elektromotor, der mit Zeitschaltuhr die Klappe morgens auf und zu macht. Ja, was ist denn? Ja, hallo. Ja, oh, ich habe nichts für dich. Ja, da ist Futter, da liegt Strom, also volles Programm. Eine Lampe haben wir hier drin. Und jetzt muss da oben nur noch die Ritzen ein bisschen zugemacht werden für den Winter. Und da kommt hier auch noch so ein Lappen drüber, dass da kein Durchzug ist. Ja. Das ist der Stall von innen. Das ist schon eine größere Hütte, die der Tobi da gebaut hat. Sehr geil. Sogar mit Fundament gegossen. So. Gehen wir mal rein bei die Bande. Komm, gehen wir auf Seite. Ab. Ja, da hat es eben Mehlwürmer gegeben. Die lieben sie. Flying Eagle. Oh ja, cool. So lecker. Jo, und das ist der Außenbereich. Da ist der Schlupf. Da können sie rein und raus. Hier ist das Sandbad, das sie selber geschaffen haben. Da haben sie schon das halbe Fundament unterbuddelt. Das müssen wir auch noch auffüllen. Und dann ist hier das Außengehege. Tobi hat drei Bäumchen gepflanzt als bisschen Deckung vor Greifvögeln, weil wenn einer kommt, stößt unser Hahn hier immer einen verrückten Schrei aus. Da laufen sie alle immer ganz schnell rein. Und hier werden wir vom Zaun bis auf die andere Seite nächstes Jahr noch Schnüre spannen und dann wilden Wein und ein paar Kletterpflanzen, die nicht giftig sind, drüber wachsen lassen. Das ist A, geil für die, weil sich da Gefieds drin sammelt, was sie dann picken können, also Proteine. Und ist natürlich auch ein Sonnenschutz und ein Greifschutz, also vor Greifvögeln. Ja, und da wurde das jetzt hier erweitert, noch das Gebiet. Hier kann man so dann durch das Türchen. So, und dann sind wir hier draußen. Das war vor 4 Tagen hier noch alles grün. Jetzt waren die hier 2 Tage drin und dann haben die alles niedergepickt und gescharrt und gemacht. Hier sieht man es schön, alles voller Fußstapfen. Ja, das ist so das Areal, das wir jetzt abtrennen. Und dann kann man hier nämlich immer wieder wachsen lassen und dann ist das nach ein paar Tagen oder Wochen dann wieder grün. Da können sie hier wieder drauf.
Aber der Plan ist auch, sobald hier das Tor neu ist, dass wir noch regelmäßig hier raus können. Und dann kann man die da mal ein bisschen im Garten rumlaufen lassen. Das ist für die auch geil. Aber hier drin gibt es auch noch ganz viele Special-Sachen, wie hier unseren Klotz. Der wird regelmäßig verrückt. Da sammelt sich dann nämlich auch Gefieds drunter. Das finden die super. Da kommen sie gleich angeflitzt. Hier ist die Sitzstange so improvisiert. Das finden sie aber auch geil. Und ja, gleich stellen wir euch mal noch die Viechelchen im Einzelnen vor. Das kann man auch ohne Handschuhe machen, aber auf Dauer hat sich die Erfahrung gezeigt, die können schon ordentlich zuhacken. Und so bin ich auf der sicheren Seite. Wenn man mal vom Hahn gekratzt gehen ist oder so, dann wird man vorsichtiger mit der Zeit. Oh, all. Unbehandelte Sonnenblumenkerne finden sie super. Genau wie Mehlwürmer und Möhre und Zwiebel. Ja, ist nichts mehr da. Oh, da gibt es noch ein paar Mehlwürmer. Ein paar. Ja, reicht. Sonst gehen die zur Fett. Au. Au. Jetzt gibt Krieg. Au. Alter, zeigt wie Sau durch den Handschuh. Da raschen die immer komplett aus bei Mehlwürmern. Also tierische Proteine, die finden die nicht. Ach, super. Schnell. So dressiert man Hühner mit Futter. Aber wie gesagt, Mehlwürmer sind die komplett behindert drauf. Komm, Flitzer. Was raschelt doch? Also falls die Hühner mal ausbüchsen, dieses Geräusch. Aber was man mal erzählen muss, was richtig cool ist, was eine Beobachtung ist, die mir gemacht haben, ist, wenn der Hahn schert und findet Würmer oder irgendwas, dann ruft er die Mädels und dann zeigt er denen, wo was ist. Und dann kommen die alle angeflitzt und dann picken die das. Obwohl er einen Lieblingshuhn hat, eine Dose, wo ist es? So, das Schwarze. Dem lädt er immer was auf Seite und dann kriegt er speziell was. Das seine Lieblingsdirne. Ja, und dann kommt der Jacqueline, das Gestreifte dahin. Das liebt er auch. Und dann kommen alle anderen. Geil. Jacobitz. Nein, es ist nichts zu fressen. Jo, das ist Landleben im Saarland. So geht man Holzmann mit der Fräse vor dem Anhänger. Da verlieren wir schon die Hälfte. Hörst du den Ton noch? Ja. Mädels, ich hab was für euch zu essen. Ja, das ist der berühmte Hahn im Lockruf. Ja. Oh, da gibt's was ganz Neues. Brot. Noch nie Brot, Grit. Ja, scheint geil zu sein. Das ist jetzt gerade günstig für mich zu holen. Ja, das ist das einzigste ohne Ring. Ja, ich würde aber gerne einen Ring verpassen. Und dann? Da wird die Birne nass bei. Ne? Da wird eins geringt. Soll ich machen? Captain Tinnitus? Hör auf mit reden. Da. Abmarsch. Frisch geringt. Sorry, musste jetzt hin. Das sind so die Gelegenheiten. So, wir haben drei Rassen hier im Gehege. Dadlo, Erlo und Eddie sind Augsburger Hühner. Relativ selten stehen, soweit ich weiß, auch ohne Artenschutz. Sie hier ist eigentlich auch ein Augsburger, ist aber gestromt, also gesperbert, sagt man. Ist aber wohl auch ein Augsburger. Dann gibt es noch die da, die normalen Sperber, das sind wahrscheinlich normale deutsche Sperber. Und die braunen, das sind rebhuhnfarbige Italiener. Davon hat der Tobi 6 und 4 Sperber, gell? Ja. 4 Sperber, genau. Also die haben 10, wir haben 3 und die verstehen sich ganz gut hier drin, gell? Obwohl, der Kollege hier kann gar nicht leiden, wenn man eins von den Mädels holt. Das finde ich richtig doof. Da kommt der Beschützertrieb raus und da wird getreten und gekratzt und gepickt. Aber das soll er auch machen.
So, Jacqueline, woran er erkennt, dass das Huhn relativ gesund ist, sind A, erstmal die Augen, wenn die klar sind, ist alles gut. Und wenn an den Beinen nichts dran ist, also da keine Beulen oder so sind, dann haben sie auch keine Milben. Das haben wir jetzt so am Anfang gelernt. Das ist so die Faustregel. Uns Gefieder glänzt, alles gut ist. Gell, Mäuschen? Alles gut. Hm, mein Schatz. Da komm, ich lass dich runter. Und hopp. Lass Jacqueline jetzt. So, Jacqueline ist das bravste Huhn, das es gibt. Mach mir den Adler. Bei uns, bekannt als der Adler. Reich, dann wird so fett, das Huhn. Leh erstmal Eier, da kriegst du mehr Mehlwürmer. Das ist die geilste Nuss der Welt. Das Hundler. Ach, guck mal, wer da gerade auf der Stange sitzt. Ursel. Noch kurz erklärt, wenn die Hühner weiße Ohrschalen haben, legen sie weiße Eier. Wenn sie rote oder braune haben, legen sie braune Eier. Und dann gibt es noch grüne oder leicht bläuliche Eier. Das sind aber andere rassetypische Merkmale. Aber, ja. Das ist die Fanny und die legt scheinbar weiße Eier. Nee, ist nicht Fanny. Nee, ist Fanny. Gut. Los, so. Ah, oh, los, Fanny. Gut, alles gut. Niki, was legst du für Eier? Meistens braune. Ja, sieht man. Die sind nicht gestutzt. Die haben normale Schwungfedern. Und hier denken wir, dass der Augsburger Schlag drin ist, weil die ganz schwarz ist, die Schmuckfeder. Aber auch weiße Ohrschalen, also weiße Eier. Ja. Ah, kein Bock mehr. Ach, der Adler. Mach mir den Adler. I like an eagle. Also Augsburger sind auch tatsächlich relativ gute Flieger. Ja. Wenn sie müssen. Und es gibt immer fetter. Und sie gehen immer fetter. Woran liegt das wohl, dass das Huhn immer fetter wird, hä? Vielleicht, weil du dem 40 Kilo Mehlwürmer am Tag gibst. Mangelernährung. Mangelernährung, deshalb gehen die fett. So, jetzt ist der Besuch bei den Hühnern vorbei. Ich hoffe, ihr fandet es interessant und die nächsten Folgen sind dann bei Handwerkern. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, wie ihr es fandet und lasst uns ein Abo da. Dann bis die Tage. Das Ciao. Das war gerade wie ein Hexenlachen bei mir, ey. Hol mal, Huhn will weg. Nicht strammeln. Ja. Oh, ich glaube, kommt er direkt. Hör auf zum Morgen, Alter, sonst kommst du hier Supp. Mach mal, da los. Komm, Jacqueline. Jacqueline, komm. Hopp. Und hopp. Hopp, 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 hopp.